Ich habe mir bereit erklärt, weil ich selber Freude habe, Kinder, aus einer Grossfamilie komme, selber schon vier Kinder gehabt habe und weil ich in den jungen Leuten ermöglichen möchte, dass sie gleich arbeiten, ohne dass sie die Kinder fremd platzieren müssen. Wir haben sicher ganz, ganz viel Freude mit ihnen. Es ist eine riesige Bereicherung, die wir nicht missen möchten. Wenn sie vielleicht nicht so zweig sind oder wenn man selber auch nicht so fit ist oder je nach Alter der Kinder ist es vielleicht manchmal ein bisschen anspruchsvoller. Aber alles in allem muss man sagen, ist es etwas Wunderschönes. Es ist für uns eine grosse Freude. Was bedeutet das für euch, dass ihr euer Kind den Grosseltern zu hüten geben könnt? Es ist natürlich sehr ein grosses Privileg und sehr ergiebig, halt, weil sie im gleichen Haus wohnen. Und so müssen sie am Morgen auch nicht aufschreissen. Also dann kann sie eigentlich schlafen und, ja, und kann eigentlich daheim sein. Genau. Ich habe vorhin gesehen, das ist eine Luxussituation. Was würdet ihr machen, genau, wenn die Grosseltern nicht wollen oder nicht könnten? Also eigentlich sind wir uns eben die Frage gar nicht müssen stellen, zum Glück. Aber ja, sonst denke ich, entweder hätte er nicht reduziert beim Arbeiten oder wie hätte sie halt einfach, wie die meisten, halt in eine Kita gegeben oder sonst irgendeine Lösung müssen finden. Anna darf jetzt hier mit der Lina aufwachsen. Das ist sicher auch ein Vorteil, dass sie das gut versteht. Ja, genau. Ja, sie sind auch doppelte Cousine und ja, wachsen fast wie Schwestern auf. Man merkt schon, dass sie, Anna profitiert sehr viel von der Lina, dass sie schon alles kann. Und die Lina profitiert dann auch von der Anna, weil dem, ja, lernt sie auch, wie es ist, mit den kleineren Kindern umzugehen. Genau. Jetzt musst du seine Mami vor die Mauer haben. Du musst es mir vor die Mauer haben, so. So. Musik.